Moin Leute und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Was passiert heute? Ihr habt es wahrscheinlich schon alle im Titel gelesen. Ich freue mich sowas von, ne? Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ne? Wie lange ich davon schon eigentlich geträumt habe. Das ist so geil. Ich würde sagen, Joel, wir holen das Paket und packen es mal zusammen aus. Komm mit. Geil, ne? Was haben wir Schönes? Wir haben einmal die Oversize-Scheibe vom Motomaster natürlich. Wichtig ist, wir haben eine ABE. Das heißt, diese Bremsscheibe hier ist für den Straßenverkehr zugelassen. Nicht denken, dass ihr sie montieren könnt und einfach fahren könnt. Nein, so ist es leider nicht. Also ihr müsst schon zum TÜV gehen und diese Bremsanlage komplett eintragen lassen bei euch. Hättet ihr ein E-Prüfzeichen, dann wird das wiederum was anderes. Dann könntet ihr das Ganze mal verbauen, ohne zum TÜV, für eine Eintragung oder sonst was. Nur wie gesagt, bei einer ABE-Nummer seid ihr verpflichtet. E-Nummer nicht, ABE ja. So, was haben wir noch Schönes? Wir haben einmal hier den 4-Kolben Bremssattel von Motomaster. Ich freue mich sowas wie dolle. Die Bremspumpe folgt noch. Die ist leider jetzt noch nicht da. Die würde aber später irgendwann noch folgen. Dazu kommt auch nochmal ein Video, wie man die richtig lüftet und alles. Freue ich mich auch mega. Nichtsdestotrotz, wir bauen jetzt erstmal die Bremsscheibe und den Bremssattel dran mit der Enduro-Bremspumpe. Bin mal gespannt, wie das so harmoniert. Ich würde sagen, wir fangen an, wir demontieren das Rad, das ist ein bisschen, sag ich mal, leichter erklärt. So, Rad ist schon mal demontiert, ging relativ einfach. So, alte Bremsscheibe runter, neue wird ausgepackt. An der Stelle erstmal herzlichen Dank an dich, David, wenn du das Video siehst. Für die Leute, die es nicht wissen, das Set habe ich vom lieben David bekommen, für die tatkräftige Unterstützung, die ich ihm immer leiste. Deshalb so ein kleines Dankeschön von ihm, wobei er es nicht hätte machen sollen und müssen, weil ich generell einfach gerne jedem helfe, ohne irgendwelche Gegenleistungen sonst was zu verlangen. Aber auf jeden Fall habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Diesen Größenunterschied einfach. Das ist so heftig. Die alte ist eine 260 und die neue hat einen Durchmesser von 320. So, hier machen wir jetzt erstmal den alten Magneten raus, weil der kommt noch hier rein. Das wird nachher nämlich sonst so ein bisschen kleiner Kampf. Ja. Schieben wir am besten dann gerade einmal rüber. Mal den Magneten raus. Hier haben wir ganz normal einfach einen Sprengring drüber. Auseinanderdrücken, schon könnt ihr den runternehmen. Den Magneten könnt ihr ganz mal rausdrücken. Der kommt jetzt in dem Fall hier rein. So, durchgesteckt, von der anderen Seite jetzt der Sprengring drauf. Gucken wir, ob ich das so hinkrieg. So, jetzt ist er drauf. Wunderbar. Magnet sitzt fest, damit wir nachher unsere richtige Geschwindigkeit angezeigt bekommen. Ist das sehr wichtig. So, Schraubensicherung mittelfest. An jede Schraube einen kleinen Tropfen dran. Das hätten wir schon mal. Wo wir gerade dabei sind, können wir einmal direkt ein bisschen schmieren. So, gut, Teflonfett. So, für die Leute, die nicht wissen, wo ich diese tollen Felgen her habe, weil viele schreiben mich auch mal an, boah, was diese geilen Felgen her. Die Felgen habe ich beim Grizzly Wheels erworben, käuflich, und muss sagen, ich bin sowas von zufrieden. Allein dieser Farbton, ne, das ist schon pervers geil. Also Marke ist jetzt in dem Sinne SM Pro Platin, blaue Narbe, schwarze Speichen, blaue Nippel, goldener Ring. Für die Leute, die auch Interesse haben an so welchen Felgen, schreibt dem lieben Olli einfach von Grizzly Wheels euer Modell, eure, sag ich mal, einen Radsatz, den ihr ungefähr haben wollt, ob Bär, Excel, SM Pro oder sonst was, also der kann eine große Vielfalt anbieten und euch auch gut beraten. Ne? Also ich bin, wie gesagt, top zufrieden mit denen. Wartezeit war jetzt ungefähr 2-3 Wochen, glaube ich. Ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Komplett eingespeichert kriegt ihr die. Das heißt, Narbe, Speichen, alles komplett so montiert. Lager sind drin, Distanzhülsen sind dabei. Ich würde sagen, das ist ein Full Service, der nicht gerade schlecht ist. Top.
So. Aller Bremssattel ist runter. Wir haben den 4-Kolben Bremssattel vom Motomaster. 4 Kolben, weil 1, 2, 3, 4. 4 Kolben. Hier haben wir, glaube ich, ein oder zwei Kolben. 2 Kolben Bremssattel. Also, wie gesagt, 2 Kolben, 4 Kolben. Wir werden jetzt erstmal Bremsbeläge hier, die mitgeliefert sind. So, hier ziehen wir einfach nur den Splint. Den Bolzen schieben wir oben raus. Unsere Bremsbeläge von unten rein, den Bolzen wieder durch und den Splint wieder rein. Das war's. So. Der Sattel kommt jetzt hier schön drauf. Schrauben kommen dran. So, Bremsflüssigkeit nutze ich immer DOT 5.1 von Motul. Was ich total vergessen habe, ich habe mir ein Schnellentlüftungsventil gekauft von Stahlbus und das werde ich jetzt verwenden. Fällt mir nämlich gerade ein. Bremse ist soweit entlüftet. Ich muss den ganzen Scheiß hier noch ein bisschen sauber machen, weil Bremsflüssigkeit ist ätzend. Das heißt, alles gründlich mit Wasser abspülen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre geil, wenn ihr einen Daumen da lässt, ein Abo da lässt. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich machen soll, demnächst besser machen soll oder sowas, schreibt bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder spätestens oben bei der Bremspumpe oder vielleicht bei einem ganz anderen Video. Ich habe da nämlich schon was im Hinterkopf. Mal gucken, ob es euch gefallen könnte oder wird. Lasst es mich wissen, ob es euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch was. Haut rein.